Die Staatenprüfung hat gezeigt, dass der UN-Ausschuss überhaupt nicht zufrieden ist mit der Umsetzung der inklusiven Bildung in Deutschland. Und das sind wir als Monitoringstelle tatsächlich auch nicht. Man hat manchmal den Eindruck, es gibt ein Rollback in den Bundesländern, dass man das Gefühl, man dreht da was zurück. Und die Länder haben auch im Bundesrat damals bei der Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention abgestimmt und den Finger gehoben. Das bedeutet, es reicht eben nicht nur zu ratifizieren, sondern es muss umgesetzt werden. Das sind die Länder jetzt in der Verantwortung. Und ich fordere alle auf, die jetzt so das Gefühl haben, auch in den Landesregierungen, man müsse da was zurückdrehen, man müsste vielleicht politischen Kräften nachgeben, die Inklusion ablehnen. Das ist der falsche Weg. Was sollen wir denn noch tun, um das Recht unserer Kinder, damit das Recht unserer Kinder auf inklusive Bildung Wirklichkeit wird? Eltern aus ganz Deutschland bauen bei der Staatenprüfung zur UN-BRK in Genf ein Protestcamp auf. Sie schreiben gemeinsam mit 140 Vereinen und Verbänden und über 1400 UnterstützerInnen einen offenen Brief. Und sie warten vergeblich über 4 Monate auf Antwort. Und jetzt sind wir wieder hier bei der Tagung. Und wir sagen, der Bund muss endlich die Länder bei der inklusiven Bildung in die Pflicht nehmen. Denn sonst gibt es nur eine einzige Interpretation. Ihr wollt es nicht!